Recht herzlich willkommen zur 172. Folge von Simotrans. Ja, wir sind hier unten unterwegs und wollen diese Bahnlinie optimieren, weil da oben 3000 warten, die alle hier hin müssen. So, das bedeutet, was haben wir hier überhaupt für eine Geschwindigkeit? 160er Gleise haben wir hier. Wir haben aber Fahrzeuge, die wahrscheinlich 80 fahren oder sowas, ne? Wenn überhaupt. Schweinetaxi halt. Oder ist es das noch? Ja, ich glaube, es ist es noch. Dann würde ich sagen, wir machen da erstmal ein Ausmustern drauf. Gehen dann schon mal hier rein. Entscheiden uns für einen Zug, der dann etwas schneller unterwegs ist, ne? Passagiere, Loks, Waggons. Ne, Passagierzüge war schon dann das Richtige. Wer ist denn jetzt hier so triebwagentechnisch schneller unterwegs und könnte das übernehmen? Sehe ich den, was ist das hier für einer? 120. 100, er kann 200 hier fahren sogar. Aber das ist nur ein Dingens, doch schon, nur ein Waggon, ne? Der wäre hier mit 160 dann der Zug, den wir dafür bräuchten können. 174. Okay. Das wäre noch ein Mittel. Und das wäre das ein Stück, ne? Und er fährt FZ Döbeln Radolfzell. Dahin also. Der eine ist weg und dieser startet jetzt gerade dann, ne? Und der soll mal da einfahren. Weil der andere kam da ja gerade von, ne, oder? Jetzt muss der natürlich ganz lange warten, ist aber jetzt auch gerade nicht so wild, oder? Er fährt ja relativ zügig da jetzt gerade hin. Ach so, der braucht ja auch gar nicht so lange warten, der kann jetzt schon wieder weiterfahren, okay. Aber wir werden das hier noch ausbauen, denke ich, weil das ist ja dann vom Vorteil, wenn das zweigleisig wird hier. Da nehmen wir mal. Ja, komm, wir nehmen das 210er Gleis dann. Nee, das, was ist das denn hier? Da ist es. So, jetzt haben wir es. So, ja. Machen wir so und so, ne? Dann passt das schon. Aber hier sind wir, glaube ich, gerade schlecht unterwegs. Oder geht das so? Doch, das geht so. Alles gut. So, das geht. Der ist eingleisig nur. Lassen wir aber so. Hier müssen wir noch das Dingens Bahnhofsignal ändern. Obwohl, eigentlich wäre es auch egal gewesen. Naja, jetzt haben wir es geändert. Das ist das Standardsignal, ne? Das kommt erstmal hier hin. Genau. Und das einen. Wo ist denn jetzt hier? Dieses ist das Langblock, ne, das wollte ich nicht. Auswahlsignal. Im Prinzip brauchen wir ja gar kein Auswahlsignal dort, weil da ja ein Dingens ist. Wie heißt es? Kein Auswahlsignal vonnöten sein muss. So, das passt schon mal. Dann gehen wir hier auf das rote X, um diesen Zusatz hier wegzukriegen. Jetzt frage mich nicht, wo der steht. Ich glaube hier, oder? Ne, da stand er nicht. Da stand er. Wir bauen das gerade wieder zu. Passt. Und hier. Nee. Nochmal da. Das ist das Zusatzsignal. Und das einfache Signal ist hier.
Hauen wir da eins rein. Da auch eins rein. Da eins hin. Können da noch eins setzen. Ja, das passt schon so. Und vielleicht noch da eins hin. So, das ist dann schneller geworden hier sozusagen. Das ist auch gut. Hier müssen wir noch ergänzen. 210er Gleis ist da. Geht hier lang und da lang. Und kommt da raus. Und fährt dann darüber, ne? So ist es top, oder? Signal ändern. Ah, das stand da, okay. Dann nehmen wir das andere wieder weg. Und pflegen da noch eins ein. Dann passt das schon, oder? Ja, lassen wir so. Keine Ahnung, wo er fährt, ja wahrscheinlich hier geradeaus hin, oder? Ja. Und hier sind Signale genügend. Nur unser einer Zug jetzt, der kann halt schneller fahren wie die anderen. Das bedeutet, wir müssen ihn hier dann auch mal ausmustern. Denn der Schnellere kommt schon ihm hinterher gefahren. Und er kriegt auch noch das Ausmustern. Zack. Und da bitte hin und dann müssen wir hier ins Depot gucken und bauen noch so einen. Wie springt der denn dann durch die Gegend überhaupt? Habe ich überhaupt nicht drauf geachtet. Es ist 160 Kapazität und diese hatten 208. Okay, aber der fährt ja auch schneller. Lassen wir erstmal so, oder? Ja. Kopiere ihn, starte ihn, starte ihn. Achso, noch kein Fahrplan vorhanden, okay. Starte ihn, starte ihn. Hatten wir nicht so kopiert, dass er das kann. Gut, dann haben wir da drei drauf mit 160. Und müssen jetzt überlegen, wie das hier so klappt auf dem hinteren Stück. Aber das sieht ja so aus, als ob das zweigleisig bis dahin geht. Ja, dann sieht es doch gut aus. Können wir erstmal so lassen. Leider staunen die sich jetzt hier. Da kriege ich ihn noch schnell vorweg gedreht. Ja, dann ist er nämlich sowieso schneller da wie der. Verfolgen den mal gerade. Dann kriegt er da auch noch ein paar Passagiere wahrscheinlich mit, oder? Wieso hat der hier unten links nur noch 156? Ach, die hat er da unterwegs gerade schon gelassen wahrscheinlich. Alles klar. Okay, das läuft. Was er hier macht, weiß ich auch noch nicht. Hat er überhaupt was mit oder fährt er nur standardmäßig da durch die Gegend? Ne, er hat was mit. Okay, dann passt das ja. War da gerade am Überlegen, ob das überhaupt sich rentiert, was der da macht. Sah aber danach aus. So, wenn wir schon hier sind. Er hat 45 nur drin, okay. So, und er hat jetzt aber welche geholt. 160, gut. Okay, und fährt dann zügig darüber. Ist da lang und der andere hängt schon hinter ihm. Und einer war noch auf der Strecke, der holt wahrscheinlich gleich auch noch auf. Und der ist jetzt hier und fährt hinter dem Güterzug hinterher. Okay, dann haben wir das halt. Wie schnell fährt die V200 war das, ne? Fährt 100, okay, da können wir aber vorübergehend mit leben, würde ich sagen.
Ist nicht so eine lange Strecke, wo der da lang fährt, geht schon. Er hat 160 drin. Er hat nur 45. Haben wir jetzt noch einen? Da kommt der noch. War der das gerade eben da weggefahren ist oder ist das? Ne, das ist der dritte. Okay. Er kommt da jetzt reingeschneit. 183 und der hat nur 19. Okay, der Rückweg ist noch schlecht. Da müssen wir noch dran arbeiten, ne? Aber er kommt da jetzt, beziehungsweise er kommt jetzt als erstes und hat sich aufgelöst. Hat er 116 und fährt schon leider, kommen die etwas zu spät, aber das passt dann auch noch. So, alle drei sind natürlich jetzt nach Sonderhausen unterwegs. Die sind voll. Der ist noch der dritte. Und der ist nicht voll, der hat nur 140 dabei. Die hat er aber unterwegs wahrscheinlich aussteigen lassen, gehe ich von aus. So, welcher ist jetzt am weitesten vorne? Er hält schon an auf dem Rückweg und da steigen jetzt welche aus, oder? Ja, deswegen sind die nicht mehr voll dann. Steigen aber da keine ein, das ist nicht so schön. Okay, 183, der kommt voll wieder. Das sieht ganz gut aus. Ja, er fährt schwarz, er fährt schwarz. Und er ist gleich schwarz, würde ich sagen. Also dieser ist schon definitiv am Gewinn erfahren, da brauchen wir nicht mehr gucken, ne? Bei ihm ist jetzt, kommt er jetzt an? Ja, da so ein Stück hat er noch. Er ist jetzt da. Und setzt jetzt Leute um. 1,5. So, er kommt jetzt an, fährt gerade ins Miese. Und kriegt wie viel Geld? 1,7, gut. Er war knapp im Miesen, den werden wir jetzt hier beobachten, ob der dann positive Zahlen da reinfährt, ne? So, er ist mit 183 unterwegs, er auch, aber das ist die falsche Richtung in dem Sinne. Sind alle voll von Sonderhausen nach Döbeln. Die andere Richtung interessiert uns dann gleich, ne? Ich glaube, der hier unten ist gleich da. Naja, da ist er schon. So, wie viel kriegt er mit? 183, der ist voll. Das ist schon mal gut. So, der nächste wird dieser dann, glaube ich, sein, weil der war ja gerade eben auf der anderen Seite am Bahnhof. Gucken, wie viel darüber kommen. Der hat natürlich auch die roten Zahlen da, ne? Die dickste rote Zahl natürlich auch noch. Kommt jetzt aber gleich an. Unten ist alles schwarz. Ja, der da hat auch jetzt noch ein bisschen mehr gekriegt. So, jetzt gucken wir, wie viel er wieder kriegt hier. Ich meine, er müsste voll werden. Einer fehlt. Okay, da können wir mit leben, weil der nächste Zug ist jetzt auch da. Der bringt gerade 160 für den oberen dann. Ein paar werden ja auch hier innerorts wahrscheinlich noch da verteilt werden. Ich glaube, die Strecke hier mit den 160, 3x 160 Zügen ist ein bisschen kürzer. Dadurch klappt das schon mit den Passagieren herbringen. Gut. Ja, da kommt auch schon der nächste, dann sind es 320, die jetzt hier stehen, ne? Er hat 183 jetzt gleich mitzunehmen wieder. Passt schon.
Ja, der ist voll. Also wir bauen jetzt momentan hier auf. Definitiv. Das müssen wir dann im Endeffekt weiter angucken. Hier sind es 152, weil unterwegs schon welche ausgestiegen sind. Die anderen beiden haben 160. Das passt auch soweit. Das Stück läuft dann erstmal, würde ich sagen. Wir können ja gerade hier reingucken und sehen dann über Radolfzell über Sonderhausen 346. Das ist soweit gut. Und klicken wir mal nicht den an, sondern den an und fahren ein bisschen hoch. Dann sehen wir, dass da keine 3000 mehr warten, würde ich sagen. Ne? Na doch, sind noch 3000. Knapp aber schon. Wir hatten 3,3 und naja, es werden auch immer wieder welche hergebracht. Und dadurch, dass sie ja jetzt auch definitiv da abtransportiert werden, schneller kommen auch ein paar mehr wahrscheinlich. Gut, das haben wir aber erstmal wieder dann geschafft, würde ich sagen, für diese Folge. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen. Würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal wieder mit dabei seid. Falls ihr noch kein Abo habt, macht eins. Falls euch die Folge gefallen hat, gebt ihr einen Daumen hoch. Und das dritte ist dann noch die Glocke, die ihr anmachen könnt, damit ihr keine Folge verpasst. Alles klar, bis dann. Tschüss.